Salve, Herr Tutti. Wir haben heute den 20. Juni, es ist 15.03 Uhr. Und in diesem kleinen Clip geht es um den MDAX. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, wollte ich mal wieder besprechen. Vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag mit den bekannten Techniken. Die 200-Tage-Linie hat gehalten, genau wie beim DAX. Beim DAX waren das hier die 11.606. Und hier waren es die 24.500. Die hat gehalten. Hier in der Nähe lag auch das sogenannte 38er Retracement. Danach macht der Freund hier eine Aufwärtsbewegung. Und jetzt scheiden sich die Geister. Ich mache das mal ein bisschen größer. Dieser Punkt beim MDAX 26.000 entspricht dem DAX 12.300. Und dieser Punkt im MDAX sind die 26.277. Das entspricht dem DAX 12.428. Und heute hier am Feiertag haben wir das schon überboten. Wir haben nicht nur dran geknabbert, überboten. Momentan handeln wir 10 Punkte drunter. Das heißt, im ersten Vergleich ist der DAX stärker als der MDAX. Die divergieren. Das ist ähnlich so zu sehen wie beim Dow Jones Transport und Industrial. Müssen wir mal schauen, die divergieren auch. Das heißt, der MDAX hat nicht so viel, ja, nicht so viel Power momentan, steht nicht so im Fokus. Erst wenn hier die 26.000, das hatte ich beim letzten Film auch gesagt, wenn das überboten wird, muss ich zumindest vorsichtiger sein, weil der kann dann auch Sommerpause hin oder her im Juli oder August, kann dann durchaus hier drüber gehen. Das ist momentan ein ganz blödes Bild. Die außenpolitische Lage verbessert das alles nicht besonders. Heute haben sie eine Drohne abgeschossen im Iran. Ja, ich warte eigentlich sekündlich auf den Tweet von Donald T., dass das eine Kriegserklärung gleich kommt. Das Gold ist heute 30 Dollar gestiegen an einem Tag, über Nacht. Das ist für das Gold schön, aber das ist gefährlich. Also ich bin hier sehr, sehr unsicher. Noch gilt dieser Korrekturtrend von diesem übergeordneten Aufwärtstrend hier, der gilt immer noch A, B, C, B, C. Erst wenn wir hier die 26.000 mit Schlusskurs überbieten, ist dieser Trend erstmal hinfällig. Das heißt nicht, dass aus einem Downtrend ein Aufwärtstrend wird, aber dann ist die Verwirrung komplett. Ein bisschen so wie im DAX momentan. Ja, da ist auch, der ist glitschig wie ein Aal. Vor diesem Hintergrund habe ich hier momentan nach meinem Gesichtspunkt eher eine 50-50 Chance. Leicht, vielleicht positiv. 51-49, aber nicht mehr. Und sowas handle ich nicht. Ich gebe jetzt trotzdem mal zwei Scheine an die Hand. Und da gehe ich jetzt folgendermaßen ran. Den Call, den setze ich hier drunter. An die 25.000. Einfach vor dem Hintergrund, wenn der hier durchknallt unter die 25.000, dann sieht er auch weitere 500 Punkte. Also muss ich mir keinen nehmen, der so tief hier unten liegt. Ich habe mir diesen Schein hier ausgesucht. 24.926. Ein Open-End-Schein von Goldman mit der GA74S0. GA74S0. Nochmal, die Idee ist eigentlich, ich setze ihn lieber hier unten dran. Und das Ding hat einen ordentlichen Hebel von 32. Ich setze ihn lieber hier unten dran, weil wenn der bricht, sollten wir uns auch hier unten wieder mit befassen, mit den 24.500. Deswegen macht es für mich wirklich keinen Sinn, hier so einen tiefen zu nehmen. Bei dem Putz ist es ein bisschen anders. Das wäre mir mit 26.000, das wäre mir echt zu heiß. Da gehe ich hinter diese 26.200 und da finde ich diesen hier. 26.253. Der hat fast einen 50er Hebel. Das ist die Kennnummer GM5XWR, W wie Waltraud und dann R wie Richard. GM5XWR. Der liegt also etwas hier hinter. Weil sollten wir, ich zeige Ihnen das mal, sollten wir das wirklich schaffen, hier drüber zu gehen, da haben wir ordentlich Platz bis 27.500. Auch hier, ich will keinen zu tiefen im Geld nehmen. Hier oben irgendwo 26.500 oder 27.000, das wäre mir zu weit weg. Weil wenn der dann wirklich anfängt zu ziehen, dann verliere ich auch hier das Geld. Deswegen, ich bleibe ganz, ganz nah dabei, nehme es in Kenntnis oder nehme es in Kauf, dass die genockt werden können. Von der Technik her ist hier nicht besonders viel, leicht positiv, hier auch überhöht, aber immer noch positiv, kein Verkaufssignal, gleitende Durchschnitte positiv, da gebe ich noch nicht so viel drauf, weil das hier eine lange Seitwärtsphase war. Wir sind am oberen Band und im Moment, also jetzt hier um 15:09 Uhr, haben wir so eine Art kleinen Shooting Star. Das wird ein heißer Ritt in den nächsten Tagen.
Also es ist nicht so einfach. Ich wünsche euch, dass ihr gut durchkommt. Ich wünsche euch auch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.